Scenes Faction. Die eingebildeten, nervigen Alpha-Tau-Studenten machen sich über das Übernatürliche lustig und zeigen keinerlei Respekt für die Verblichenen. Man würde sich wünschen, dass sie die volle Macht der Geisterwelt zu spüren bekommen. Und jetzt ist die Gelegenheit dazu gekommen. Die jungen Sterblichen feiern eine Party. Im Keller halten drei sozial gestörte Individuen eine Art Seance ab. Das Ganze ist nur ein Jux. Die Verbindungsstudenten glauben nicht wirklich, dass sie die Geister rufen. Liefere ihnen eine gelungene Vorstellung. Sie sollen alle in Panik davonlaufen. Das wird sie die wahre Macht des Übernatürlichen lehren. Ja, die Alpha Centauri? Ich habe gerade nicht aufgepasst. So, ich würde für die Mission auf jeden Fall Gogjammer dabei haben. Gell? Ja. Ghastly? Ich glaube, Ghastly war ja nicht in der letzten Mission nicht sonderlich hilfreich. Aura lesen, Starre und TK-Sturm. Ich nehme Shiver mit. Aber nur, dass wir ihn mal gesehen haben. Warte mal. Ether brauche ich, ja. Bu kann ich rausschmeißen. Brauche ich nicht. Es ist zwar eine Verschreckmission, aber ich will nicht immer dieselben Geister dabei haben. Ich nehme mal... ja doch, Maxim wird ganz gut kommen. Ich will aber Gogjammer dabei haben. Ich habe Ether dabei, das heißt, ich brauche Stonewall nicht. Ich nehme Gogjammer mit. Sehr gut. Angriff. Jage die Alpha-Tau-Studenten aus ihrem Verbindungshaus. So, das Erste, was wir machen wollen, ist, wir haben ihn hier schon gesehen. Oh, hallo! Ich Lucky und das hier Lucky Fish. Fisch normalerweise warm und nett. Aber manchmal Fisch Lucky einen knallen und Lucky gar nicht mag. Fisch nur knallen, wenn zweifüßige Dinger gut spielen. Und zweifüßige Dinger nicht so gut spielen mehr. Deshalb Lucky hier bleiben und hält warm. Ja, wir haben hier Lucky. Lucky hat die geile Fähigkeit Schicksal. Die wollen wir am Anfang gleich mal aktivieren. Und er hat noch Glücksbringer. Sehr gut. Das hat den schönen Effekt. Hör auf damit. Mach nicht deinen eigenen Tisch kaputt. Jetzt haben alle Sterblichen random Glück oder Pech. Das ist extrem gut, weil das den Glauben unglaublich erhöht. Bei allen. Wir sehen hier, ist bei vielen schon der Glauben angestiegen hier. Guckt euch das an. Und Lucky muss halt eben... Zwei Leute müssen verlieren an dem Tisch, zwei müssen gewinnen an dem Tisch. Das ist im Endeffekt die Aufgabe. So. Das wollen wir am Anfang, weil die spielen nicht mehr, sobald man sie irgendwie anfängt zu verscheuchen. Hey. Erst werde ich zu illegalen Forschungszwecken zerstückelt und dann klauen diese Mistkerle auch noch meine Einzelteile. Hey, du da. Dieser Deckel sitzt gar nicht so fest. Lass mich raus und ich helfe dir, ein Riesenspektakel zu machen. Es ist schön, dass ihr beide durcheinander geredet habt. Gut. Hey, wir haben Lucky schon bekommen, okay? Finde ich cool. Hallo Lucky. Lucky ist cool. Lucky kann... Wie ist der zweite Kobold, den wir kriegen? Oder der zweite Gremlin? Er ist praktisch wie Gogjammer. Gut, ich glaube, Gogjammer ist damit ziemlich nutzlos geworden. Also, er hier... Wir sehen, er hat hier geisterhafte Erscheinung. Eisige Hand brauchen wir später noch zwingend. Oder fast zwingend. Faszination und Eishauch. Um ihn rauszuholen, haben wir Ether dabei. Ether setzen wir mal genau neben sein Fenster und machen mal erschütterndes Lied, sofern wir es hätten. Okay. Das heißt, Ether ist derzeit ziemlich nutzlos. So, und ihn hier noch. Zu heftig, Mann! Halten diese drei ausgetilten Freaks eine Seance für mich? Voll nekromantisch, ich fall tot um!
Hey, von dem Ding, was die Alpha Tau Penner mit mir abgezogen haben, bin ich echt tot umgefallen. Dem Oberpenner war passig ein Ding, Mann. Dem lasse ich die Rübe auf den Schultern rotieren, wie Linda Blair. Alles klar. Sägt mal einer diesen schwachen Marken von Alpha Tau Boss ab, ja? Dankeschön. Genau. Wie lassen wir mal lachen? Haben nur, dass der da wach wird. Gut, danke. Ja, um ihn zu bekommen, ist es relativ leicht. Wir müssen die drei da umlegen. Also, was heißt umlegen, sondern vertreiben. Oh, wir haben 164 allein durch die Lache bekommen. Oh, sehr gut. Das heißt, wir sagen ihm hier erschütterndes Lied. Bams! Und jetzt geht's mir besser. Durch das dicke Glas habe ich alles ganz verzerrt gesehen. Yay! Und damit haben wir, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Terror Eye. Passt auch irgendwie. So, ja, der hier darf ein bisschen Rambazamba da draus machen, das finde ich ganz gut. Moment. Den setze ich aber hier hin. Hat er nämlich ein bisschen mehr Effekt. So, ihn hier setzen wir mal hier ans Couch-Ding. Gewalt und Emotion, das passt natürlich ganz gut. Und er macht mal ein bisschen kalt. Einfach nur ein bisschen Glauben zu erhöhen. So. Moment, nee, ich muss Isa kurzzeitig weg. Er hier wird auf Mord. Wir können ihn zum Beispiel hier binden. Und Geistererscheinung. Das heißt, er wird kurz sichtbar. Oder nee. Er zeigt anderen irgendwas. Okay. So, Shiver können wir an emotionalen Gegenständen binden. Moment, dann. Kräfte, du hast doch Grauen. Grauen ist gut. So. Und dominieren. Dominieren ist auch nicht verkehrt. Jetzt kontrolliert er ihn. Das ist natürlich für den guten Mann jetzt nicht sonderlich erfreulich. So, und wir machen mal mit ihm Eishauch. Er hat ja Kälte aktiviert. Ah, hat leider noch nicht gebraucht. Gut, dann brauche ich zwei Eishauch-Typen. Wenn man mehrfach Eishauch ineinander setzt oder Feuersturm oder sowas, sorgt das praktisch dafür, dass dann die Leute, wenn du es so willst, einfrieren oder so. Also, beziehungsweise, dass die Umgebung halt auch kalt ist. So, jetzt setzen wir hier mal einen rein. Und zwar Shiver. Und Shiver, Moment. Die schicke ich ganz kurz auf die Bank. Ich will nämlich die Kraft TK-Sturm aktivieren. Ah, 240, scheiße. Dann machen wir mal Schreck. Hallo. Ah, es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann binden wir mal dich hier. Personifizierte Horror kostet 200, okay. Gut, dann will ich zuerst dich mal hier dran binden und hier mal drunter und drüber, einfach nur ein paar Punkte zu farmen. Und keinen interessiert's, wie ich das jetzt gerade sehe. Fesseln Mord, ich habe eine Menge Mordfesseln dabei. Das sehe ich gerade. Schreckgespenst. Die gute macht einen auf ekelhaftes Wesen. So, Isa. Bin ich da draußen und macht pfeifendes Lied. So. Euch schicke ich mal alle auf die Bank. Du aktivier nochmal Kälte. Einfach nur vor der Lulz kurz. So, und jetzt kann ich hingehen. Ich will personifizierter Horror. Das gibt denen richtig. Hallo. Und damit werden alle drei weg. Oder?
er hier ist halt einfach eine Rambo-Sau. So, gut, sehr schön. So langsam geht's auch mit den Punkten. Ach komm, Lucky, bitten wir mal wieder hier. Ach komm, Glücksbringen. Schicksal. So. Bitten wir ihn hier wieder vor dem Fenster hier. Die sind ja alle hier unten irgendwo. Gogjammer. Ist hier oben irgendwas Elektrisches? Ich meine, der da oben wird auch gleich befreit werden. So, ihn können wir in die Couch binden. Ich würde gerne einen TK-Sturm machen. So, also wir sehen, die Mission hier ist auch noch nicht sonderlich. Hier ist auch wirklich nur, wir müssen kaum auf Schwächen oder sowas achten. Es gibt so ein, zwei von denen da, die schreckt eigentlich so gut wie gar nichts. Aber wenn man genug draufholzt, geht's eigentlich, muss man sagen. Deshalb ist die Mission, ist in der Mission hier noch nicht so wirklich vonnöten, da wirklich drauf zu achten. Also es wird später noch wirklich schwerer noch. So. Ah. Geh weg. Wir sehen, ich war kurz eben hier oben, wenn ich hier das nochmal aktiviere. Ah ne, doch nicht. Wenn das längere Zeit anhält, also ich drüber bin, dass hier so ein roter Balken ist, sorgt das dafür, dass ich dann praktisch die Mission einfach verliere. Hier kann keine Kräfte machen gerade. Ist hier draußen eigentlich noch irgendein Mord? So das? Oh, wir wissen, was er jetzt hat. Ego. Nein. Bio. Furcht vor Gefangensein. Wenn wir einen Sterblichen bekommen, und ihn praktisch mit seiner Schwäche konfrontieren direkt, kriegen wir auch die Schwäche enthüllt. Wendell ist jetzt in innen gebunden. Ich könnte ihn jetzt mal hier reinsetzen. Und er hat hier Hetze, Gelächter, kurzer Schreck und Schritte. Die ersten drei sind, ja, ich sag mal, eher nur für die Psyche. Hetze ist eine widerliche Sache. Und er hier hat Angst vor schmutzig. Oh, okay, da hätten wir zum Beispiel die Spinne mit. Ziemlich hätten wir ihm. So, Wendell. Wendell steht hier nicht ganz gut. Wendell steht hier besser, glaube ich. Wir können auch hier Befehle verteilen. Zum Beispiel sagen, Kräfte nur anwenden, wenn Sterbliche zugegen sind. Das ist ganz sinnvoll als mal. Bei dem Befehl gibt nur wenn Sterbliche Kräfte. Moment. Die schicke ich mal zurück auf die Bank. Wir sehen, wir sind eigentlich recht gut dabei. Die schicke ich mal auf die Bank. Und binden dich. Ich würde hier gerne irgendwo hier draußen noch. Hier. Befehle nur, wenn Sterbliche zugegen sind. Das ist der beste Befehl. So. Das ist das Prinzip. Achso, ja. Er hier hat's gesehen. Dun, 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 dun. So. Die hier können wir jetzt mal hierher binden, weil jetzt können wir zum Beispiel mit ihrer Verlockung können wir Leute anlocken. Und es sind nur noch vier da, ne? Sehe ich das richtig? Na gut. Keller noch einer? Ne? Nicht? Keine Lust. Hier oben ist noch. Allerdings habe ich hier keine Bindungsmittel für die beiden. Oder? Nee. Dann muss ich dich wohl leider notgedrungen wieder hier binden. So, die hier dürften auch so langsam aufgeben. Er hier ist noch
Maske dabei. Hat er vielleicht eine... sehe ich nicht. Na gut. Was ist das? Er hat Furcht vor Blut. Oh, scheiße. Leute, die Furcht vor Blut haben, sind zum Beispiel mit, Will White, beziehungsweise der zweiten Form von Will White, es gibt noch einen anderen, sind die praktisch so gut wie instant weg. Sollte man vielleicht erwähnen. So, ich habe ich kein Bindungsmittel. Sehe ich das richtig gerade? Weil ich ja die andere Tussi da mitnehmen musste. Kräfte. Ist hier draußen wirklich nichts. Hier ist nur Wasser. Das bringt mir aber nichts. Du bist auch schon weg. Gehe zu. Wo bist du denn? Da bist du. Okay. Den hier kann ich nur innen. Gibt auch nichts in der Küche. Und hier, jetzt sehen wir hier mal die Hetze. Oder auch nicht, weil er schon raus ist. Ah, nee. Wir sehen jetzt, fliegt praktisch Geist. Aus irgendeinem Grund kann er dann praktisch durch die Wand gucken. Ist ja auch egal. So. Ja, und damit hätten wir, glaube ich, die Mission geschafft. Wir haben alle drei Geister mitgenommen. Das ist sehr schön. Und haben hier richtig Party gemacht. Also 1700. Ich hoffe auch, dass man jetzt den Mauszeiger im Video sieht. So, damit wäre auch der letzte in die Dunkelheit hinaus. Sehr schön. War ganz angenehm. Muss ich ja mal sagen. Fluchten 15. Keine Ohnmacht. Keine... schade, aber... Na gut, 15. Das geht eigentlich. War okay. So. Beschwörer verzweifelt gesucht. Kurzer Blick auf die Uhr. Beschwörer verzweifelt gesucht. Ich bin gerade überlegen, welches Projekt, welches Ding das war. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, welches war. Ich gehe aber vorher ins Schulzimmer. Ich habe nämlich 820 Goldplasma. Und ihm hier möchte ich unter allen Umständen Beben beibringen, was ich nicht kann. Verdammt. Dann muss ich noch Goldplasma sparen. Dann Beschwörer verzweifelt gesucht. Ein ungestümer Professor für Okkultes nahm unlängst einen mächtigen Wälzer mit sich in den Wald, um einen uralten Geist namens Darkling heraufzubeschwören. Die Experimente nahmen einen verhängnisvollen Ausgang und er floh aus der Hütte, um seine Forschungen an der Universität fortzusetzen. Drei seiner machthungrigen Studenten bemächtigten sich seiner Notizen und machten sich zu seiner Hütte auf, um das geheimnisvolle Buch zu finden und für ihre eigenen ruchlosen Zwecke zu verwenden. Okay. So, in der Mission geht es auch nicht wieder um Vertreiben, sondern es geht darum um Locken. Das heißt, wir müssen denen helfen, das Buch praktisch zu finden. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Bu, weiß ich, zufällig. Bu braucht man in sehr vielen Missionen, muss man dazu sagen. Wir haben nicht so viel Leichname hier, deshalb werde ich ihn wohl auf der Bank lassen. Wir haben keine Kinder dabei, ist logisch. Das ist übrigens eine Außenmission. Wir nehmen Stonewall mit. Und ja, wir nehmen Ether auch mit. Was soll's. Das ist schwer, wenn ich jetzt noch mitnehme. Wir nehmen... Jetzt müsste ich wissen, welche Geister hier noch waren. Abgesehen vom Darkling.
Weather Witch wäre ganz sinnvoll. Und Maxine. Ja, Maxine nehmen wir mit. Ja, das ist schwierig. Ihn hier will ich nicht mitnehmen, weil wir haben nicht so viel Mana und der braucht einfach so unglaublich viel. Aura lesen, Schreckstarre. Wir wollen nicht verschrecken und wir wollen auch keine Aura lesen, deshalb... Ah, jetzt weiß ich wieder, warum vorhin, Shiver hat Aura lesen, damit kriegen wir die Furcht und so etwas raus. Kein Wunder, dass er vorhin, ich habe mich schon gefragt, wann ich Blut verwendet habe. Deshalb, okay, gut. Lucky, elektrisch... ist nicht schön. Ich nehme Weather Witch mit. Ist nie verkehrt, dabei zu haben.